Wir jubilieren 10. Innerschweizer Länderweihnacht in der Mirzweckhau Rusmu am 3. und 4. Dezember. Mit dabei Privalo-Gewinner 2009, Knöpfli-Drücker von Hergiswil. Hier ein Ausschnitt. Das ist die wohl jüngste Länderformation, die schon jeder kleine Privalo gewonnen hat. Ich bin der Geri. Ich der Michi. Und ich der Julian. Was habt ihr für Hobbys? Ich tue gerne Töpfe fahren. Ich spiele Fußball. Und ich tue Ringen. Da haben wir Kurt Müller, er ist der Lehrer von diesen drei Jungs. Wie bist du zufrieden mit ihnen? Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit ihnen. Man muss sie manchmal ein bisschen motivieren, aber sie üben immer und unsere Ziele erreichen wir alle. Das Musiktalent haben sie hoffentlich auch etwas von mir. Eins ist mein Sohn und bei diesen zwei ist es angeboren. Sie spielen das einfach gut. Auftritt haben wir fern viel gehabt. Wir waren 39 Mal unterwegs und heuer auch schon wieder. Sehr schöne Auftritte, die wir vorhaben. In der Freizeit ist es wichtig, dass sie ein bisschen frei leben können, dass wir nicht alles Gleiche machen. Wir haben drei Töpfe in der Garage, mit denen gehen wir auch ein bisschen fahren. Wir haben eine Wiese nebenzu, wo sie hier zusammen ein bisschen hinten angerossen. Oder gehen sie auch zusammen ringen. Wir haben ja die Ringerige Hergiswil, die gerade bei der Schweizer Meisterschaft vorderst ist. Und so haben wir immer haben sie einen Ausgleich, den sie ein bisschen austoben können. Privalo-Gewinner 2009, Knöpfli-Drücker von Hergiswil, live zu sehen an der 10. Ländle-Weihnacht am 3. und 4. Dezember in Rusmu. Kommt vorbei, ein Erlebnis pur.